Der Pingvallvatn ist Islands größter See. Er entstand durch die Absenkung der Erdkruste und wird hauptsächlich von unterirdischen Quellen gespeist. In seinen Gewässern leben, einzigartig auf der Welt, vier Varianten des Saiblings zusammen. Eine von ihnen, die Murta, wurde bislang nur hier entdeckt. Die Steinhügel, die man überall in Island findet, waren ursprünglich als Wegweiser beim Bergsteigen gedacht. In Island haben sie jedoch auch die Aufgabe, den Eingang zu Trollhöhlen und zur Elfenwelt zu kennzeichnen. Am Nordende des Sees liegt der Pingvellir Nationalpark. Der Eingang des Parks bildet die Almanya- oder Almönnerschlucht. Hier treffen die amerikanische und europäische Kontinentalplatte aufeinander. Durch die Drift der Platten verbreitert sich die Schlucht jährlich um 8 mm. In der Almanya trat 930 nach Christus das erste Mal das Althing, das Parlament Islands, zusammen. Die Möglichkeit, das Vieh zu weiden, Fische zu fangen und sich mit Brennholz zu versorgen, machte die Almanya zum idealen Versammlungsort. Bis 1798 wurde hier jedes Jahr im Juni neue Gesetze erlassen, Recht gesprochen und Urteile vollstreckt. Unter Druck Dänemarks wurde das Althing aufgelöst und erst 1843 wieder eingesetzt. Als neuer Versammlungsort wurde dann aber das aufstrebende Reykjavik gewählt. Ihren Namen trägt die Almännerschlucht daher, weil bei der ersten Versammlung alle Männer Islands in ihr Platz fanden. Heute ist die Schlucht nur noch Festplatz bei Feierlichkeiten, wie zum Beispiel 1874 zur 1000-jährigen Besiedelung der Insel. Nur ein paar Kilometer weiter erreicht man das bekannteste Geothermalgebiet Islands. Inmitten heißer Quellen schleudert der Geysir Stokkur seine Wassersäule alle 5 bis 10 Minuten in die Luft. Die Erdwärme erhitzt das Grundwasser. Durch die darüberstehende Wassersäule und den dadurch entstehenden Druck siedet das Wasser bei 100 Grad nicht. Hat das Wasser eine bestimmte Temperatur erreicht, steigen einzelne Gasblasen auf und drücken die Wassersäule nach oben. Durch den Druckabfall geht das Wasser schlagartig in Dampf über und presst die Wassersäule heraus. Der Gullfoss gilt als der schönste Wasserfall Islands. Beeindruckend sind nicht nur seine Wassermassen, sondern auch die um je 90 Grad versetzten Stufen, die das Wasser 30 Meter tiefer in eine Schlucht leiten. Um 1920 sollte das Gelände zur Stromerzeugung an eine englische Gesellschaft verkauft werden. Nur dem unermüdlichen Einsatz von einer Isländerin und ihrem Vater ist es zu verdanken, dass es den Wasserfall in dieser Form noch gibt. Weiter auf der Ringstraße erreicht man nach einigen Fahrstunden das südlichste Dorf Islands, Vík. Der vom Vulkangestein schwarze Sandstrand und die grünen Vulkanhänge geben dem Ort eine besondere Atmosphäre. Dazu trägt auch die größte isländische Brutkolonie von Küstenseeschwalben bei, die in den Felswänden und den angrenzenden Wiesen nistet.
Die Küstenseeschwalbe gilt als der Zugvogel mit der längsten Zugstrecke. Sie brüten in der Nordpolregion und überwintern in der Südpolregion. Das heißt, sie legen im Jahr eine Strecke von bis zu 30.000 Kilometer zurück. Das Weibchen legt 1 bis 3 Eier. Beide Elternteile brüten die Eier aus, bis nach circa 3 Wochen die Küken schlüpfen. In der Sommerzeit müssen die Vögel fliegen und jagen lernen, um den langen Flug in das Winterquartier zu überstehen. Ganz in der Nähe liegt einer der bekanntesten Wasserfälle Islands, der Skokafoss. Beeindruckend ist seine Fallhöhe von 60 Metern, womit er zu den höchsten Wasserfällen der Insel zählt. Wenn man will, kann man bis zur Fallkante des Wasserfalls hinauflaufen, von wo aus man einen wunderschönen Blick über das gesamte Tal hat. Auf dem Weg nach Eglisstadir durchqueren wir eine bizarre Landschaft. Die wie versteinerte Trolle aussehenden Formationen entpuppen sich bei näherer Betrachtung als mit Moos überwachsenes Lavagestein, das sicher dem einen oder anderen Fabelwesen Unterschlupf gewährt. Vor dem Gletscher Vatnajökull liegt Islands größte Schwemmlandebene. Sie ist 50 Kilometer lang, bis zu 30 Kilometer breit und mit zahllosen kleinen Flussläufen durchzogen. Durch Gletscherläufe werden große Mengen von Sand und Geröll herbeigeschwemmt und bilden so über Jahrtausende die Schwemmlandebene. Ein Gletscherlauf entsteht, wenn ein Vulkan unter dem Gletscher ausbricht. Das geschmolzene Wasser sammelt sich unter dem Eis zu einem großen See. Wenn das Eis dem Wasserdruck nicht mehr standhält, ergießen sich in kürzester Zeit mehrere tausend Kubikmeter Wasser in die Ebene. Ein Denkmal erinnert an den verheerenden Gletscherlauf von 1996. Als große Teile der Ringstraße einfach weggespült wurden. Die Stahlträger stammen von einer Brücke, die dem Gletscherlauf zum Opfer fiel. Der Gletschersee entstand im 19. Jahrhundert durch den Rückzug des Gletschers. Seit den 70er Jahren hat sich seine Fläche von 8 Quadratkilometern auf 18 Quadratkilometer mehr als verdoppelt, was der Klimaerwärmung zuzuschreiben ist. Spektakulär anzusehen sind die vielen im Wasser treibenden Eisberge, die bis zu 15 Meter aus dem Wasser ragen können. Da sich nur ein Achtel des Eisbergs über Wasser befindet, kann man sich vorstellen, wie groß solch ein Eisberg in Wirklichkeit ist. Durch die Reinheit des Eises bricht sich das Licht türkisblau in den Eiskristallen. In Verbindung mit der schwarzen Vulkanasche ergibt sich ein interessanter Kontrast. Spektakulär ist eine Bootstour zwischen den Eisbergen hindurch. Hierbei kann man das Naturschauspiel aus nächster Nähe betrachten. Mit großen Amphibienfahrzeugen werden die Touristen vom Festland bis an die Eisberge herangefahren. Kleinere Schlauchboote sorgen dafür, dass die Ein- und Ausfahrt frei von Eisbergen bleibt.
Auch bei Regisseuren ist der See sehr beliebt. Hier wurden Szenen für James Bond, Stirb an einem anderen Tag und Batman Begins gedreht. Bei Eglis-Tadir liegt der See Le Gorin, gut zu erkennen an seinem milchig scheinenden Gletscherwasser. Mit einer Tiefe von 112 Metern und einer bis zu 100 Meter dicken Sedimentschicht ist der Seegrund der tiefste Punkt Islands. Der Le Gorin wird auch als Loch Ness Islands bezeichnet, da in seinen Gewässern ähnlich wie in Schottland ein Seeungeheuer sein Unwesen treiben soll. Aber leider ist Lucky genauso fotoscheu wie Nessie. Deshalb sind Prämien auf das erste Bild ausgesetzt. Am Ostufer des Le Gorin liegt das größte Waldgebiet Islands. Nirgends sind die Aufforstungserfolge so gut sichtbar wie hier. Der Wald besteht vornehmlich aus Birken und Lärchen, die teils über 100 Jahre alt sind. Auch andernorts wird versucht, das sonst baumlose Island wieder aufzuforsten. Hierzu werden Lupinien aus Alaska eingesät, die das Klima gut vertragen und den Boden mit Nährstoffen anreichern. Dann werden Bäume gepflanzt und gehofft, dass sie überleben. Inmitten grauer, öder Steinwüsten taucht plötzlich am Ufer eines kleinen Baches eine grüne Oase auf. Es gibt viele solcher ruhiger, besinnlicher Plätze in Island. Der Weg zum Dettifoss führt durch ein ausgetrocknetes Flussbett. In der mit Geröll und Lava überzogenen Landschaft ist das Einzige, was man hört, das dumpfe Grollen des Wasserfalls. Der arktische Thymian gehört zu den Pflanzen Islands, die sich selbst in weiträumigen Schotter- und Sandwüsten noch behaupten können. Über eine Breite von etwa 100 Meter ergießen sich die graubraunen Wassermassen des wasserreichsten Wasserfalls Europas über 45 Meter in die Tiefe. Nur ein paar Kilometer entfernt befindet sich das Kafla-Gebiet. Teil davon ist das Solfatarenfeld mit seinen Schlammtöpfen und Thermalquellen. Solfatare sind eng umgrenzte Bereiche, aus denen vulkanische Gase, bestehend aus Schwefelwasserstoff und Kohlendioxid, austreten, was einen Geruch nach faulen Eiern zur Folge hat. Die Schlammtümpel unterliegen einem Gleichgewicht von Energie- und Wasserzufuhr. Wird zu viel Energie zugeführt, muss der Schlammtümpel durch heftiges Überkochen wieder einen Gleichgewichtszustand herstellen. Zum Kafla-Gebiet gehört eine Vulkanspalte, die seit 2000 Jahren aktiv ist. Da bisher nur ein winziger Bruchteil der Magmakammer geleert wurde, rechnen Geologen mit weiteren Ausbrüchen in der nächsten Zeit. Die Aktivitäten der Vulkanspalte lassen sich gut beobachten. Die Erde ist immer noch warm und es zischt und dampft überall.
Im Jahr 1975 begann eine Ausbruchsserie, die bis 1984 andauerte. Dabei fanden Hebungen und Senkungen von bis zu 60 cm statt. Spalten verbreiterten sich, der Boden brach auf und große Mengen Magma traten aus der Spalte aus. Das Ergebnis dieser Ausbrüche ist heute noch gut zu sehen. Intensiver ist Vulkanismus wohl kaum zu erleben. Es gibt nicht viele Pflanzen, die hier wachsen. Aber der Alpenfrauenmantel ist ein Gewächs, das es sich nicht nehmen lässt, auch in dieser lebensfeindlichen Umgebung zu gedeihen. Das wiederum führt dazu, dass Tiere und Insekten ihren Lebensraum zurückbekommen und sich ausbreiten können. Die Natur holt sich ihr Territorium immer wieder zurück. Ganz in der Nähe liegt der See Mühlbatten. Er entstand vor ca. 3500 Jahren bei einem Vulkanausbruch. Hier befindet sich das größte Brutgebiet für Enten und andere Vögel auf Island. Direkt am See gibt es sogenannte Pseudokrater. Sie sehen zwar wie Vulkankrater aus, waren aber nie mit einer Magmakammer verbunden. Sie entstehen, wenn Lava über ein Sumpfgebiet fließt. Der entstehende Dampf sammelt sich zunächst unter der Lava und durchbricht schließlich in Explosionen die Lavadecke. Östlich des Sees liegt das Lavafeld Dimmuborgir, was so viel wie dunkle Burgen bedeutet. Es entstand vor ca. 2000 Jahren, als hier ein gigantischer Lavasee über einem Sumpfgebiet erstarrte. Das eingeschlossene Wasser verdampfte und bildete Hohlräume. Schließlich brach der Lavadamm und das noch flüssige Gestein konnte abfließen, während die bereits erstarrten Kamine und Wände zurückblieben. Zwischen den Türmen und Wänden aus Lava haben sich inzwischen Pflanzen angesiedelt und die Landschaft erinnert an die Ruinen einer alten Stadt oder Burg. Nicht selten vermitteln diese Formationen jedoch auch den Eindruck, es handele sich bei ihnen um versteinerte Trolle. Ein Jungvogel der Gattung Austernfischer weckt unser Interesse bei einer kurzen Rast. Er ist auf der Suche nach Regenwürmern, die er mit seinem noch nicht ganz ausgebildeten Schnabel leicht aus dem Boden ziehen und gleich verschlingen kann.
Der Godafoss ist vielleicht nicht der größte Wasserfall Islands, aber einer der bekanntesten. Die Fallkante des Wasserfalls entstand am Rande eines Lavastroms, der vor 8000 Jahren hier erstarrte und die Form eines Halbkreises bildete. Dadurch fließt das Wasser über mehrere kleine Wasserfälle ab. Der Sage nach soll der Gode Borgir nach der beschlossenen Übernahme des Christentums als Staatsreligion die letzten heidnischen Götterbilder in den Godafoss geworfen haben. Daher auch der Name Götterwasserfall. Der Bauernhof Glambert ist einer der am besten erhaltenen Höfe, die in der typischen Torfbauweise errichtet wurden. Die ältesten erhaltenen Gebäudeteile des Torfhofs stammen aus dem beginnenden 19. Jahrhundert. Einige der Räume, wie zum Beispiel Werkstätten, sind nur von außen zu erreichen. Die meisten anderen sind durch einen Gang untereinander verbunden. Mit der richtigen Technik überdauerte die Konstruktion ohne Probleme 100 Jahre. Island ist auch bekannt für seine Pferde. Das Islandpferd oder Islandpony ist eine vielseitige und robuste Pferderasse, die dank ihres kräftigen Körperbaus auch von Erwachsenen geritten werden kann. Islandpferde gehören zu den Gangpferden, da die meisten von ihnen nicht nur über die Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp verfügen, sondern zusätzlich über die genetisch fixierten Gangarten Tölt und Pass. Als Islandpferd anerkannt werden nur reingezogene Tiere, deren sämtliche Vorfahren lückenlos in Island geboren worden sind. In Island ist die Einfuhr von Pferden verboten, da mögliche Krankheiten vermieden werden sollen. Reykjavik, die Hauptstadt Islands, wird auch als Stadt der bunten Dächer bezeichnet, wovon man sich bei einem Blick aus der Hallgrim überzeugen kann. Perlan ist der Warmwasserspeicher Reykjaviks. Von hier aus wird die Stadt mit Warmwasser versorgt. Die Erdwärme ist einer der größten und bedeutendsten Naturschätze Islands. Die 6 Aluminiumtanks wurden mit einer Glaskuppel überdacht. Einer der Tanks wurde trockengelegt und beherbergt ein Saga-Museum. In dem Gebäude können zudem isländische Künstler ihre Werke ausstellen. Die Hallgrimkirche krönt mit ihrem 73 Meter hohen Turm,
der über alle anderen Gebäude Reykjaviks hinausragt, Islands Hauptstadt auf eindrucksvolle Weise. Sie erinnert sowohl an die zerklüfteten Berge und Gletscher, wie an die großen kargen Weiten des Landes. Dem isländischen Entdecker Leif Erikson wurde vor der Hallgrim ein Denkmal gesetzt. Um das Jahr 1000 soll er bei einer Fahrt nach Grönland Amerika entdeckt haben. Die Orgel ist ca. 15 Meter hoch und wiegt 25 Tonnen. Sie ist mit Abstand das größte Instrument ihrer Art in Island und wird neben ihrer Aufgabe beim Gottesdienst auch für Konzerte eingesetzt. Die Hallgrim ist mit 1200 Sitzplätzen das größte Gotteshaus der Insel. Ein Denkmal im Zentrum der Stadt erinnert an Jón Sigurðsson, den Führer der isländischen Unabhängigkeitsbewegung. Er gilt als Architekt des heutigen Island. Am 15. Juni, seinem Geburtstag, feiert Island den Nationalfeiertag. Mitten in der Stadt, zwischen Inlandsflughafen und Rathaus, der Stadtsee Tjörnin. Dort ist das ganze Jahr über eine Vielzahl von Vögeln zu finden, unter anderem Singschwäne, verschiedene Entenarten, Gänse und Möwen. Dieser kleine malerische See ist von Parkanlagen umgeben. Bei seltener Windstille spiegelt sich das Stadtbild sehr schön im Wasser.